Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Asam-Video. Ich habe viel zu erzählen, viel zu berichten, viel zu zeigen. Ein Unboxing. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll. Und ich packe das mit euch zusammen aus. So, ich reiß mal hier rum. Zack, das geht immer ganz einfach. Ja, warum habe ich bei Asam bestellt? Ich mache gerade auf. Ich habe bei Asam bestellt, weil eine Freundin von mir, ich erzähle erstmal, weil eine Freundin von mir Geburtstag hat und die meinte so, ja, so ich habe voll dünnes Haar und ich bin nicht zufrieden mit meinem Haar und ich wollte mir da was kaufen und ich weiß noch nicht so genau was, glaube ich, hat sie gesagt. Und irgendwie sagt sie so, ja, sie hat Haarausfall und so. Und da habe ich sofort an Asam gedacht und dachte so, wann hast du noch mal Geburtstag? Irgendwie dachte ich dann so, ah, damit möchte ich sie mal überraschen, weil ich hatte ja auch ganz doofes Haar. Ich mache nur Strähnen und föhne ganz selten, gar nicht eigentlich, ich föhne eigentlich gar nicht. Also ich habe nur Strähnen, föhne gar nicht und habe mein Haar jetzt jahrelang, sehr, sehr lange schon, ich weiß nicht genau, wie lange jetzt, aber so 4, 5 Jahre bestimmt, kein Silikon mehr. Kein Silikon mehr, aber mein Haar wurde dadurch nicht besser. Also ich hab hier mal so ein Video gemacht, was ich benutzt habe für ein silikonfreies Shampoo. Das war Rossmann, ganz einfach und so weiter. Und war eigentlich immer damit ganz zufrieden. Aber dann habe ich ja so auch gemerkt, dass mein Haar immer trockener wurde und irgendwie nicht so schön war. Und dann dachte ich immer so, naja, liegt am Alter. So kann man nichts machen, kein Silikon, alt. Was willst du machen, ne? So, und dann dachte ich so, naja, dann ist das eben so. Ja, wie kam ich denn auf Asam? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, durch eine Freundin. Ich weiß es wirklich gerade nicht mehr. Ich glaube, durch eine Freundin, aber ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich dann mal mir, bin ich mal so auf die Asam-Seite gegangen. Kosmetik mag ich ja auch von denen. Und habe dann mich für, ich weiß nicht mehr so genau, wie das jetzt war. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber auf jeden Fall habe ich mir dann Hyaluron bestellt. Das kann ich euch zeigen. Das war so das Erste, was ich mir bei Asam bestellt habe. Das ist Hyaluron-Shampoo, Spülung und Serum. Das habe ich mir bestellt. Das beides zusammen für 15 und das für 20 Euro. Aber ich habe Prozente bekommen. War also günstiger. So, damit habe ich angefangen, überhaupt Asam zu testen. Hatte ich auch schon eine Gesichtscreme? Weiß nicht. Ich bleibe mal jetzt bei den Haaren, weil das andere weiß ich nicht mehr so genau. Also, Haargeschichte. Hyaluron benutzt, dachte so, oh, das ist ja toll. Hyaluron ist ja so Feuchtigkeit und so weiter. Das müsste eigentlich gut sein für die Haare. So habe das dann benutzt und hatte nicht so einen Mega-Erfolg. Also es war schon schön und ich dachte so, naja, jetzt hast du dir das gekauft, jetzt muss es dir ja auch gefallen. Und habe dann mit einer Freundin gesprochen und die ist in einer Facebook-Gruppe auch drin, so eine Asam-Facebook-Gruppe. Und dann sagte sie so, ja, ich frage mal in der Gruppe nach. Dann haben die in der Gruppe geschrieben, also das sind mehrere Frauen, die sich da immer so austauschen über Asam-Sachen, ne? Also ich habe gute Connection, wenn ihr Fragen habt. Jedenfalls haben die dann gesagt, nee, sie soll mal Keratin benutzen. Okay, dann habe ich mir Keratin bestellt. Das ist da drin. Meine Nase juckt gerade so doll. Entschuldigung. Dann habe ich mir Keratin-Shampoo bestellt und Spülung. War auch wieder beides so zusammen für 15 Euro. Das, was ich jetzt hier auch drin habe, zeige ich euch mal. Also, das habe ich mir jetzt wieder nachbestellt. Ne? Das ist hier unten alles drin in der Kiste. So, ich muss mal den Müll auf den Fußboden schmeißen, damit ich hier Platz habe. So, dann habe ich mir also diese beiden Produkte bestellt. Das ist mit Keratin, auch von Asam, sieht auch voll schick aus. Und ich sage gleich was noch dazu, ich will nur kurz erzählen. So, und dann habe ich mir, Nase juckt immer noch. Heute gehe ich lieber nicht zu Aldi. Jedenfalls habe ich das dann benutzt und habe mir das erste Mal dann damit die Haare gewaschen. Und da habe ich einen Unterschied gemerkt. Das werdet ihr nicht glauben. Das war wirklich ein Unterschied. Das war genauso, wie die Frauen das auch gesagt haben. Also nochmal, ne? Ich mache nur
unbezahlte Werbung. Ich werde nicht bezahlt, habe alles selber gekauft und so weiter. Muss man ja mal sagen, vorsichtshalber. Ja, also das war so, das war echt krass, wie ich mir damit die Haare gewaschen habe. Also noch mal kurz vorweg, ich erzähle natürlich nur meine Erfahrung. Ich kann natürlich nicht für euch, wenn ihr sagt so, oh, mache ich auch, bestellt euch das und dann ist das voll doof, dann kann ich das natürlich. Ich erzähle hier nur meine Erfahrung und die möchte ich euch gerne mitteilen. Vielleicht ist das was für euch, vielleicht aber auch nicht, aber natürlich hoffe ich das, ne? Ich möchte ja gerne helfen. Das ist ja immer schöner, wenn man hilft, ne? Jedenfalls war das Bombe. Das war echt Keratin. Da habe ich gedacht so, wow. Und jedes Mal, wenn ich mir die Haare damit gewaschen habe, habe ich mich gefreut, weil das Haar danach immer weicher und immer schöner wurde. Ich hab mir auch da dann das Serum besorgt. Kann ich euch zeigen? Das Serum besorgt, auch nochmal mit Keratin. Das ist nicht ganz günstig, aber das muss man wirklich sich schön einteilen. Du brauchst ja nicht viel. Du machst, ich zeige euch das. Deckel ab. Da ist denn so ein Hub. Dann macht ihr das. Ich kann das ruhig einmal machen. So ein. Sieht ein bisschen eklig aus, ich weiß. So, dann verteilt ihr das in beiden Händen schön. Das war ja nur ein Hub. Und dann macht ihr das in die Spitzen. Hab extra meine Haare gekämmt für das Video. Also so soll man nicht machen, sondern so schön ganz locker rein kneten. Ich mache es gerne ins nasse Haar. Ich wollte das jetzt nur einmal loswerden. Ich mache es gerne ins nasse Haar. Ich kämme mein Haar ja auch nicht nach der Haarwäsche, sondern ich lasse es dann so trocknen. Gehe höchstens so ein bisschen mit den Fingern durch oder so. Und kämmen tue ich eigentlich meistens erst am nächsten Tag. Ich finde es immer schöner, wenn man es nicht durchkämmt. Das ist dann irgendwie voluminöser. Und ja, jedenfalls habe ich dann also Keratin benutzt. Ich quatsche immer so viel. Manchmal verliere ich den Faden. Also, na, das Serum dazu. Und wie gesagt, diese beiden Sachen. Und damit war ich mega glücklich. Mega glücklich. Und dann habe ich, wie gesagt, dann habe ich für meine Freundin ein Produkt gesucht, weil, wie gesagt, ich wollte sie halt, also ich werde sie überraschen zum Geburtstag. Und dann habe ich dieses Koffein-Shampoo geholt. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit erzählen. Also, ich habe dann wieder mit meiner Freundin gesprochen und habe ihr das Problem erzählt und gesagt, ja, ich habe eine Freundin, ich habe noch eine Freundin, die hat so dünnes Haarausfall und so weiter. Sagt sie, ja, nimm doch mal das Koffein-Shampoo. So, das habe ich, wie gesagt, ich habe es ausgedruckt, um euch ein bisschen was darüber zu erzählen. So, und das ist hier auch drin. Ich habe also, jetzt kommt sie ganz durcheinander. So, jetzt bleiben wir erstmal bei einer Sache. Also, ich erzähle euch erstmal was zu dem Keratin, was ich so toll finde, was ich euch empfehlen würde und was ich mir immer wieder nachkaufen möchte, werde, tue. Ich möchte nie wieder irgendetwas anderes benutzen als mein Asam Keratin. Ja, ich liebe das. Ich liebe das richtig, richtig doll. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber mein Haar ist Bombe. Bombe, Bombe. Und wirklich, es hat mein Haar um. Soll ich 100% sagen? Es hat mein Haar wirklich schöner gemacht, weicher. Wenn ich mir die Haare gewaschen habe und ich brauche mein Haar nicht oft waschen, wenn ich ohne Silikon Shampoo benutze, ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist so, ich muss mein Haar nicht so oft waschen. Ich hatte zwischendurch nichts, habe wieder normales Shampoo genommen und dann habe ich schon am zweiten Tag wieder gemerkt, wurde schon so komisch und am dritten Tag musste ich, oder am zweiten, dritten Tag musste ich es dann waschen, auf jeden Fall, weil es einfach strähnig war, das Haar. Wasche ich meine Haare ohne Silikon, sei es von Rossmann irgendwas oder sei es damit sowieso, brauche ich meine Haare nicht oft zu waschen. Ich wasche das wirklich nicht oft. Also das Haar ist erst, oh, es dauert lange, bis das, also ich brauche eigentlich nur zweimal die Woche meine Haare zu waschen. Und meistens mache ich das dann, weil das dann auch sich so unheimlich schön anfühlt. Also, ich bin dann, wenn ich mein Haar gewaschen habe, den ganzen Tag immer so. Kennt ihr das, wenn ihr vom Friseur kommt? Der hat doch immer so tolle Produkte. Und das Haar ist immer so weich. Dann hat er die Spitzen geschnitten, dann hat er schön gewaschen, hat er eine Kur reingemacht. Das ist immer voll schön. Und danach ist das Haar so weich. Und ihr denkt immer so, wow, so fühlt sich das Haar danach an. Unbezahlte Werbung. Ich lese euch ganz kurz, ihr wisst, ich hasse Lesen, wenn man ein Video macht. Lesen finde ich immer doof, wenn man stundenlang vorliest. Ich mache nur das Allerwichtigste in Kürze, nur so ein bisschen Information. Also, intensive Aufbau, Pflege und Treatment. Restrukturierendes Shampoo, 200 Milliliter, intensiv pflegendes Treatment mit pflanzlichen Phytokeratin. Mit Granatapfel und Amaranth für elastisches Haar und mehr Sprungkraft. Repariert und schützt das Haar vor erneuter Beanspruchung.
für geschmeidiges und glänzendes Haar. Vegan, ohne Silikon. Wirklich, ich habe heute noch mal im Kundendienst angerufen vor diesem Video. Wie gesagt, ich bereite mich ja immer so ein bisschen vor auf so ein Video und habe noch mal nachgefragt. Und dann habe ich, weil ich nämlich auf der Seite gesucht habe und ich liebe wirklich Asam, ich liebe auch die Seite. Ihr werdet da wirklich immer gut informiert. Ihr könnt alles nachschlagen, nachgucken und so weiter. Immer im Angebot kaufen. Die Sachen sind teilweise manchmal wirklich nicht ganz günstig, aber ich erzähle euch mal, das hat sie mir erklärt und ich erzähle das mal genauso, wie sie mir das erzählt hat. Das war interessant. Und zwar habe ich gefragt, ja, wie ist das denn mit dem Keratin-Shampoo und wo wir bei dem Koffein-Shampoo sind. Wie gesagt, 15 Euro beides zusammen, finde ich als ein Geschenk toll und man selber kann sich das auch mal gönnen. Das ist dieses Koffein-Shampoo. Erzähle ich gleich noch was dazu. Ich habe jedenfalls nachgefragt, ob da Silikon drin ist, weil ich es nicht gefunden habe auf der Seite. Ich habe auch in die Inhaltsstoffe geguckt, sondern war ich unsicher und denke ich, wenn ich dieses Video mache, muss ich euch richtige Informationen liefern. Und die hat gesagt am Telefon, erstmal voll der nette Kundendienst, ganz nett, ganz freundlich, super offen, aufgeschlossen, ruft man gerne an. Und die hat mir gesagt, da ist kein Silikon drin. Und dann habe ich sie noch was anderes gefragt, bezugnehmend auf das Produkt, was ich hier auch noch bestellt habe. Ich gesagt, ja, aber da ist ja Silikon drin. Und ihr sagt, ja, da ist kein Silikon drin. Und dann sagt sie, ja, aber wenn Silikon an allerletzter oder an vorletzter oder vorvorletzter Stelle ist, dann ist da nur ein ganz kleines bisschen drin. Aber das erzähle ich euch lieber nachher. Bleiben wir erstmal bei den Haaren. Kuddelmuddel-Video hier. So, also, wie gesagt, in diesen Haarprodukten von Uhuhu ist niemals nicht, hat sie gesagt, Silikon drinne, es ist alles vegan und es sind tolle, tolle Produkte. Ich kann sie euch wirklich weiterempfehlen. Ich höre darüber nur Gutes. Als ich jetzt kein Keratin mehr hatte, war ich ganz traurig, habe ich Hyaluron genommen. Ich werde natürlich auch diese beiden Produkte jetzt noch verbrauchen. Immer mal so ein bisschen im Wechsel, zweimal Keratin und einmal Hyaluron. Oder wenn wieder Keratin alle ist und ich muss irgendwas benutzen, nämlich dann Hyaluron. Aber meine Freundin hat ganz dünnes, feines Haar und sie hat gesagt, Keratin ist für sie nichts. Ja, sie sagt, Hyaluron ist besser und Koffein kauft sie sich jetzt oder hat sich gekauft. Hat sich gekauft, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon benutzt hat. Müsste ich sie nochmal fragen. Jedenfalls kommt es da immer drauf an, was habt ihr für Haar. Ich habe normales Haar, trockenes Haar, was habe ich denn noch für Haar? Ja, trockenes Haar, ne? Also wenig Haare habe ich, finde ich auch. Ich hätte gerne mehr. Aber gut, für andere ist das genug. Und für Leute, die viel haben, sagen so, na, ein bisschen dünn, ne? Also weiß ich, ist egal, was für ein Haar ich habe. Jedenfalls liebe ich Keratin. Und meine Freundin nimmt Hyaluron und Koffein. Und was ich da gelesen habe, die Kunden sind alle zufrieden. Und in der Gruppe wird auch nur Gutes berichtet. Also ich kann über Asam haben. Pflegeprodukte kann ich nur schwärmen, kann ich nur weitergeben, kann ich nur empfehlen, kann ich nur verschenken. Alles, was ihr wollt. So, jetzt geht es einmal um dieses Koffein-Shampoo. Koffein, Koffein, Koffein. 200 Milliliter. Ich kann das nicht aufmachen, ich kann nicht daran riechen, weil das ist ja für meine Freundin. Das macht man ja nicht. So, also, dieses Koffein-Shampoo ist für dickeres und kräftigeres Haar. Stärkt die Wachstumskraft für eine Zunahme der Haardicke um 14,7%. Also das kann ich natürlich nicht bestätigen, das kann ich auch nicht euch jetzt empfehlen. Also ich kann es euch schon empfehlen, die Kundenmeinungen sind, also die Kunden sind sehr zufrieden, wenn ihr auf die Seite geht. Da müsst ihr mal gucken, was habt ihr für Bedürfnisse. Vielleicht ist das was für euch. Belebt die Kopfhaut, aktiviert die Haarwurzeln, verleiht dem Haar mit Koffeinkraft und Fülle mit erfrischendem Mentholduft. Also, ich bin gespannt, was meine Freundin mir sagt und das werde ich euch auf jeden Fall weitergeben, weil sie war da sehr misstrauisch. Sie hat gesagt, nö, das bringt bestimmt nichts, hat ihr jemand gesagt. Also, da bin ich gespannt. Das werde ich euch berichten. Das geht zu meiner Freundin. Oh, ich freue mich so. Die wird bestimmt begeistert sein, so wie ich. Die wird bestimmt sagen so, hallo, mach doch was aus. Mal gucken. Ich werde euch berichten. Ich bin richtig gespannt. Ach, ich liebe Asam. Ich werde immer nur Keratin benutzen. Und weil ich ja so eine Schwärmerin bin davon,
habe ich mir auch noch was ganz Tolles bestellt. Guck mal. Das ist ein Duft. Den mache ich mal auf. Den reiße ich mal auf. Den kriegt keiner. Der gehört nur mir. Und da habe ich mir auch was so ausgedruckt. Ich habe die Zettelchen da liegen. Ja, das lese ich euch mal vor. Also, Kaschmir, Pearl Eau de Parfum, pure Eleganz der Extraklasse. Putrig eleganter Damenduft, 50 Milliliter mit sinnlichen Noten. Exklusives Kaschmir sorgt für pure Eleganz. Ja. Ich versuche das gerade zu öffnen. Baumwolle gibt dem Duft einen reinen, sanften Charakter. Florale Nuancen aus edler Jasminblüte. Warmes, jetzt kommt's, warum ich das bestellt habe. Warmes Sandelholz und Vanille in der Basisnote. Ja. Das ist es. Sieht ja nicht so super schick jetzt aus, das muss ich ja sagen. Das ist ja mehr so einfach gehalten. Okay, also da könntet ihr noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es ist Eau de Parfum. 12,75 €. Und jetzt geht das los. Das ist meins. Oha. Ich könnte mal heulen, wenn was so schön ist. Holla, die Waldfee. Also, Jasmin, Sandelholz und Vanille. Boah. So laufe ich heute rum. Jawohl, wer das mag, kann sich das bestellen. Es ist Parfüm, 50 Milliliter, 12,75 € im Angebot. Sehr schön. Jetzt habe ich das gerade auf der Zunge. Ekelig. Mich zu doll eingenieselt. Also. Oh, das ist toll. Boah, das ist toll. Ich dachte so, ach Mensch, ne, gönn dir doch mal was. Riecht richtig gut. Also, es gibt viel Auswahl. Es gibt mehrere Düfte. Könnt ihr euch was Schönes raussuchen. Für 12 € kommen, das kann man sich mal gönnen. Und dann habe ich mir noch was gegönnt. Das da. Das da. Das habe ich mir gegönnt. Ich liebe ja Bodylotion und ich mache hier auch einen Bodylotion-Test. Ich habe ja schon ganz viele ausgetestet und bin immer noch so schön am Eincremen, immer nach dem Duschen und werde euch dann berichten, welche Bodylotion am schönsten ist. Und natürlich darf Asam, ich als Asam-Fan, darf nicht fehlen. So, und jetzt muss ich euch aber dazu was erzählen. Erstmal erzähle ich euch, was das ist und dann kommt nochmal dieses Kundengespräch. Also, das ist Chai Latte Körpercreme. Auszeit für die Sinne. Straffende Körpercreme mit Traubenkernöl und Shea Butter. Würzig warmer Duft nach leckerem Chai und süßer Vanille. Klingt doch gut, ne? Lass dich verwöhnen, tanke neue Energie. La 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 la. Mit Trauben-Antioxidans OPC. OPC. Regeneriert, spendet intensiv Feuchtigkeit und glättet das Hautbild. Da kosten 200 Milliliter 7,75 €. Also, muss ich was zu erzählen. Erstens habe ich nach einer Körperpflege gesucht, die mir gefällt, die gut riecht und ich wollte was Schönes Pflegendes haben. Dann dachte ich, wow, gar nicht so günstig das Asam. Also da kostet mal gut und gerne so ein Pott 20 € und da dachte ich so, nee, so viel Geld will ich nicht ausgeben, dann bestelle ich lieber bei Avon. Und soweit war ich ja eigentlich auch zufrieden. Ich habe jetzt nicht unbedingt was gesucht, aber ich wollte so gerne mal Asam testen. So, habe ich also gesucht nach einer günstigeren Variante, die mir aber zusagt. Und das ist natürlich süße Vanille. Ich werde mal schnubbeln. Ist ja meins. Aha. Und hab dann gedacht, okay, 7,75 €, das kann man gerade noch so bezahlen. Aber es gibt auch Leute, ne, die kaufen diese Bum-Bum-Creme und die soll ja der Hammer sein. Da geben die mal 40 € für aus. Also es kommt immer drauf an. Ich wollte aber was Günstiges, weil ich bin immer der Meinung, so für Körpercreme braucht man nicht so viel Geld ausgeben. Aha, ich mache das mal auf. Guck mal, das hat so eine bräunliche Farbe. Es sieht so ein bisschen aus wie Milchkaffee, ne? Oh, interessant. Zimt rieche ich daraus.
Mögt ihr Zimt? Ja, das ist Vanillezimt. Aber Zimt ist da, glaube ich, gar nicht drin. Aber es riecht irgendwie so. Ich teste mal so ein bisschen mit euch zusammen. Wie fühlt sich das an? Ganz weich, ganz schön, zieht gleich weg. Joa, dezent, dezenter Geruch, jetzt nicht so erschlagend, aber angenehm. Joa. Ist okay. Ja, geht so. Also das Gefühl ist schöner als der Duft. Also ich kenne aber auch Chai Latte. Das ist also ja. Also das Gefühl auf der Haut ist super, super schön. Aber ja, der Duft, da könnte vanilliger sein. Muss ich mal gucken, ob ich mich ob ich das mag. Immer so ehrlich, ne? Kann nicht anders. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich mir noch ein bisschen was rein. Ein bisschen mehr Aromaöle. Das kann man ja ruhig machen, ne? Aromaöle reinmachen. Muss ich mal gucken. Sage ich erstmal nicht zu, weil ich muss euch erstmal was erzählen. Das ist wichtig. Aber es geht auch. Ich habe es mir so vanilliger irgendwie vorgestellt. Aber ich kann nicht Chai Latte kaufen und dann Vanille erwarten. Das ist ja auch Quatsch. Vielleicht habe ich da was Falsches bestellt. Also, das ist ja nicht Schuld von Asam, wenn ich mir Chai Latte bestelle und denkst, es riecht bestimmt nach Vanille. Obwohl Vanille auch drin ist, aber nicht so doll. Ja, nach leckerem. Es riecht nach Chai Latte. Es ist wirklich so. Ganz komisch. So, Ende. Also muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Gut, ich muss euch was erzählen. Also, ich habe ja in diesem Kundendienst angerufen, wegen ist da Silikon in dem Shampoo drin und so weiter. Okay. Dann habe ich gesehen, dass in diesem Produkt ein bisschen Silikon drin ist. Ich sage extra ein bisschen, weil das ist wirklich ganz am Ende der ganzen Inhaltsstoffe, ganz am Ende vorletzte oder vorvorletzte Stelle. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, dann hat sie gesagt, ja, da ist ein ganz klein bisschen Silikon drin, aber Asam ist sehr bemüht, auf Silikon zu verzichten. Und wenn sie ein bisschen mehr Geld ausgeben, dann kriegen sie auch Produkte ohne Silikon. Das heißt, diese Sachen für 20 Euro, die teureren Produkte, die sind ohne Silikon. Und da hat sie mir empfohlen Vino Gold und Retinol. Retinol nehme ich jeden Abend. Ich liebe Retinol. Retinol hat meine Haut viel, viel schöner gemacht. Ich habe von Asam eine Gesichtscreme mit Retinol. Und die ist ganz, ganz toll. Und die benutze ich immer so ganz klein bisschen und dann so verteile ich das. Und ich fühle mich so toll damit mit Retinol. Ich liebe Retinol. Und davon gibt es jetzt eine Körpercreme. Kostet aber dann, ich glaube, waren das jetzt 200 Milliliter oder 400 Milliliter? Ich glaube, so ein großer Pott kostet 20 Euro. Nagelt mich da nicht fest. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Aber das fand ich sehr interessant, weil das ist ja irgendwie auch einleuchtend, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, dass man dann auch ein bisschen was Besseres bekommt, oder? Ja, ne? Also, ich werde die natürlich trotzdem testen, weil ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht so schlimm am Körper. Aber ich habe es auch nicht gewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte natürlich, aber hätte ich jetzt 20 Euro ausgegeben mit? Ja, doch für die Retinol schon. Die Retinol ist echt toll. Ja, also wollte ich euch nur mitteilen, zieht da euren Schluss draus. Kann ich empfehlen, wer Chai Latte mag oder vielleicht einen anderen Duft. Ich glaube beim nächsten, ich hätte lieber einen anderen Duft. Chai Latte ist nicht so ganz so meins. Merke ich aber jetzt erst. Ich fand das irgendwie ansprechend. Aber es gibt ja auch verschiedene, ganz verschiedene andere Richtungen. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist am Körper, Silikon. Aber wie gesagt, ganz, ganz wenig hat sie mir auch gesagt. Also ganz am Ende ist einfach nur so ein bisschen. Aber sie müssen es halt mit reinschreiben. Ist ja so. Und euch erzähle ich es natürlich auch, weil es nun mal so ist. Aber Haare ohne Silikon. Und das ist wichtig. Und das ist schön. Ich bin immer am Haargrabbeln, weil ich das so toll finde. So, und jetzt habe ich noch was ganz Interessantes. Alles wird so weggeschmissen. So, jetzt habe ich noch was richtig Interessantes ganz zum Schluss. Platz machen auf dem Arbeitsplatz. So, jetzt habe ich mir noch was gegönnt, weil ich ja so begeistert bin von den Asam-Produkten. Habe ich so gedacht, ich habe ein Shampoo, ich habe eine Spülung, ich habe ein Serum, ich brauche noch eine Packung. Vielleicht kriegt man das ja noch schöner hin, obwohl ich ja schon so glücklich bin. Und dann habe ich mir eine Kurpackung, wollte ich sagen, eine Packung gekauft. So,
Genau, das nennt sich ganz genau Deep Repair Haarbutter. 100 Milliliter sind da drin. Ich mache das mal mit euch zusammen auf und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen Information. Also, erstmal gucken, wie es aufgeht. Das ist eine, ich brauche meine Nagelfeile, nicht kaputt machen. So, das ist eine Deep Repair Haarbutter. Gesunde, glänzende Haarpracht bekommt man davon. Silikon, hier steht es ganz deutlich, silikonfreie Haarmaske zur intensiven Tiefenreparatur von trockenem und strapaziertem Haar. Genau das, was ich will. Verbesserung der Kämmbarkeit um bis zu 90%. Stoppt Haarbruch und reduziert Spliss. Nährt und schützt das Haar vor Feuchtigkeitsverlust. So. Ins trockene Haar reinmachen. 15 Minuten einwirken lassen. Mit Shampoo ausspülen. Mit Spülung danach nochmal behandeln. Also immer nach einer Kurpackung, da, weil das Haar durch das Wasser und durch die Kur ist das so aufgequollen, das Haar. Und um das wieder alles zu verschließen und damit es wieder schön ist, macht man nach jeder Haarkur eine Spülung rein. Das habe ich nämlich mal von einer Friseurin gehört oder mal, nee, ich hatte darüber mal so ein YouTube-Video gesehen irgendwo ganz am Anfang. Das fand ich sehr interessant. Das war eine Friseurin und die hatte einen Tipp gegeben und ist aber schon ganz lange her. Das ist schon, ja, locker 2, 3 Jahre her, da habe ich dieses Video mal geguckt und dachte so, ach guck mal, das ist interessant, dass man nach einer Kurpackung eine Spülung nimmt, wusste ich gar nicht. Also, so sieht das aus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Na, sieht doch gut aus, wie das ist. Dann macht man das auf. Wurde schon vorgewarnt, meine Freundin hat sich das übrigens auch bestellt. Wir werden das beide testen. Ah, okay. Guck mal, so sieht das dann aus. Dann nimmt man eine walnussgroße Menge ins Haar, aber das könnt ihr auch alles nachlesen bei Asam. Also, ich werde das testen. Ich werde euch berichten. Ich bin sehr gespannt, ob das was bringt. Ihr wisst, ich bin immer richtig ehrlich. Werde ich euch sagen, das ist. Oh, das riecht gut. Das riecht sehr gut und das ist auf der Haut sogar so richtig schön pflegend. Aber es ist, wie gesagt, ohne Silikon. Das ist ein Traum. Sowas finde ich so toll, wenn ein Produkt toll ist ohne Silikon. Weil mit Silikon ist alles toll. So. Ja, riecht richtig. Oh, das riecht ganz, 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 ganz toll. Das riecht ganz, ganz, ganz toll. Mit Argan, Shea Butter und Kakaobutter. Kokos. Mit wertvollen Ölen aus Kokos. Oha, da ist einiges drin. Belest euch mal bei Asam, wenn euch das interessiert. Diese Haarbutter, die soll richtig toll sein. Da wurde auch wieder in der Gruppe gefragt. Die Gruppe war sehr, sehr zufrieden mit dieser Haarpackung. Ich bin richtig gespannt. Ich werde euch das erzählen. Auf jeden Fall. Ihr wisst ja, ich bin ehrlich. Wenn ich da eine Verbesserung merke, sage ich euch das. Könnt ihr euch das auch bestellen. Wie gesagt, wird lange halten bei mir. Locker über ein halbes Jahr. Gönnt euch das mal. Also, ich kann Asam nur weiterempfehlen, bin sehr zufrieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben machen. Ich freue mich über eure Kommentare. Und wer mich noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun. Dann freue ich mich ganz doll. Und ansonsten bleibt bitte, bitte gesund. Bei Instagram bin ich auch. Und jetzt werde ich meine ganzen Schätze ausprobieren und testen. Und ich bin mal gespannt, was meine Freundin dazu sagt. Ich bin richtig gespannt, ob sie einen Unterschied merkt. Und das werde ich euch erzählen. Ja, ich denke mal schon. Die wird bestimmt begeistert sein. Mal schauen. Also, bis zum nächsten Mal. Könnt ihr auch die Glocke einschalten, dann bimmelt es immer, wenn ich wieder da bin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.